Einen schönen guten Morgen aus der Wirtschaftskammer Steiermark. Ich begrüße Sie im Rahmen eines Webinars, veranstaltet von der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Steiermark. Mein Name ist Christoph Zauher. Ich werde heute den Vortrag abhalten über das Thema der richtige Einsatz von allgemeinen Geschäftsbedingungen in der betrieblichen Praxis. Ich bedanke mich zunächst für die Organisation dieses Webinars bei der Frau Magister Kühweider und bei der Frau Robosch von der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Steiermark. Herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, dass ich hier im Rahmen des Webinars Ihnen allen ein juristisch komplexes Thema so einfach wie möglich für die betriebliche Praxis referieren darf. Auch ein Dank an die Technik des Hauses, die uns es ermöglicht, heute auf diesem Wege sehr unkompliziert Informationen zu übermitteln. Sie finden hier meine Kontaktdaten. Sie werden im Nachgang zu diesem Webinar auch diese Präsentation zur Verfügung gestellt bekommen. Das bedeutet für Sie auch den Vorteil, dass Sie hier nicht alles in der Eile mitnotieren müssen, sondern Sie haben die Möglichkeit, hier wirklich aufmerksam zuzuhören, etwas mitzunehmen und alles Weitere oder das Nachlesen auch meiner Präsentation ist im Nachgang möglich. Das heißt, Sie können sich natürlich Mitschriften machen über das, was hier hinausgeht, aber die Präsentation selbst wird Ihnen dann von der Sparte Handel noch explizit auch übermittelt. Es gibt noch eine Möglichkeit, hier aktiv teilzunehmen. Sie können in der Leiste F und A klicken. Das sind die Fragen und Antworten. Dann öffnet sich bei Ihnen ein Fenster und hier können Sie Ihre Fragen stellen. Ich bitte Sie, Ihre Fragen dann zu stellen, wenn Sie sie konkret haben. Ich möchte Fragen, die thematisch gerade zu dem passen, was abgehandelt wird, auch sogleich beantworten. Fragen, die thematisch eher weiter hinten kommen, dann zum gegebenen Zeitpunkt, und Fragen, die im weiteren Sinne auch mit diesem Vortrag und mit AGB in der betrieblichen Praxis zu tun haben, die über das hinausgehen, was ich hier heute Ihnen präsentiere, werde ich dann gegen Ende dieses Webinars noch entsprechend beantworten. Bitte scheuen Sie sich nicht, nützen Sie die Möglichkeit, hier in diesem Rahmen Ihre Fragen zu stellen. Ich werde mich bemühen, sämtliche dieser Fragen, die inhaltlich mit diesem Thema AGB zu tun haben, auch zu beantworten. Sollten Sie Fragen haben, die darüber hinausgehen oder ins Detail gehen und Sie das nicht auch in der Gruppe teilen möchten, Sie sehen hier meine Kontaktdaten. Ich bin hier gerne für Sie verfügbar und erreichbar, wenn es um juristische Fragen geht, die über diesen Vortrag hinausgehen. Was habe ich heute mit Ihnen vor in den nächsten 1 bis 1,5 Stunden? Wir werden uns die Grundlagen ansehen der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Was ist das eigentlich? Macht das Sinn, so etwas zu verwenden? Und worauf muss man achten, wenn man sich dazu entschließt, allgemeine Geschäftsbedingungen in seinem Unternehmen zu verwenden? Wir schauen uns dann einige einzelne konkrete Punkte an, nämlich einerseits die Geltungskontrolle. Hier geht es darum, welche Bestimmungen der AGB können dann überhaupt auf ein Vertragsverhältnis anwendbar sein und sind dann in Geltung. Dann das Thema Transparenzgebot. Hier geht es darum, wie sind AGB zu formulieren, worauf muss man achten, dass der Kunde die Möglichkeit hat, auch nicht nur davon Kenntnis zu erlangen, sondern auch die Möglichkeit hat, das in klarer und verständlicher Weise zu lesen. Der nächste Punkt ist dann die Inhaltskontrolle. Hier geht es darum, inwieweit können Sie bei allgemeinen Geschäftsbedingungen tatsächlich Vereinbarungen treffen mit Ihren Kunden? Welche Schutzmechanismen können Sie als Unternehmer vorsehen? Und hier gibt die Rechtsordnung uns einen gewissen Rahmen, wie Sie dann noch sehen werden, vor allem durch das Konsumentenschutzgesetz, wo es im B2C-Geschäft, also in einem Geschäft, wo Sie als Unternehmer mit einem Verbraucher kontrahieren, besondere Schutzvorschriften gibt, die zu beachten sind. Besonders wichtig für mich auch, wenn ich hier im Rahmen der Sparte Handel etwas mache, nicht erst seit 2 Jahren, aber insbesondere seitdem beschäftigen sich die Unternehmer mehr und mehr auch mit dem Thema E-Commerce. Also sie treten online auf
das sei es in sozialen Medien oder über Ihre eigene Homepage. Was ist hier zu beachten, insbesondere beim Onlinehandel? Und das führt uns dann zum Schluss noch zu dem Thema Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz. Das ist ein eigenes Gesetz, das im B2C-Bereich gilt. Und dieses Gesetz können wir uns natürlich nicht in der Gesamtheit ansehen, aber ich werde Sie sensibilisieren für ein paar wesentliche, wichtige Bestimmungen, auf die Sie bitte achten, wenn Sie beispielsweise einen Webshop betreiben. Beginnen möchte ich damit Ihnen nahezubringen, was sind denn allgemeine Geschäftsbedingungen? Also den Begriff der allgemeinen Geschäftsbedingungen oder abgekürzt AGB hat jeder von Ihnen schon einmal gehört. Viele von Ihnen werden AGB auch verwenden. Aus meiner rechtsberatenden Praxis heraus kann ich sagen, dass das oft schablonenartige, vorformulierte Vertragsbedingungen sind, die viel zu selten, aber wirklich maßgeschneidert sind für Ihr Unternehmen. Nur weil Sie jetzt ein Handelsgewerbe betreiben, ist es nicht so, dass die AGB von irgendeinem Mitkonkurrenten genau auch für Sie passen. Sehr oft findet sich aber dann folgende Situation vor, wenn man dann Mandanten fragt, haben Sie AGB, welche AGB haben Sie, wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie sagen, naja, jeder verwendet das, ich habe das irgendwo gesehen und möchte auch nunmehr AGB verwenden und nehme dann ein Dokument, das ich irgendwo bei einem Konkurrenten finde oder irgendwann einmal gelesen habe. Schauen Sie, wenn Sie Ihr Unternehmertum ausüben, dass Sie exzellente Arbeit liefern, nicht nur inhaltlich, nämlich das, was Sie wirklich machen, die Produkte, die Sie verkaufen, die Leistung, die Sie erbringen, die Mitarbeiter, die Sie einsetzen, sondern schauen Sie auch, dass der rechtliche Rahmen passt, um Ihnen die bestmögliche rechtliche Sicherheit zu gewährleisten, sodass Sie sich auf das konzentrieren können, wozu Sie dann da sind, nämlich Ihr Gewerbe bestmöglich auszufüllen. Von der Grunddefinition her sind AGB vorformulierte Vertragsbedingungen. Was heißt einmal dieser erste Teil der Definition? Vorformuliert bedeutet, ich brauche mit meinem Vertragspartner keine langwierigen Verhandlungen führen. Ich habe sie vorformuliert. Ich sage meinem Vertragspartner, das sind die Bedingungen, die ich verwende und nur auf dieser Basis bin ich grundsätzlich bereit, auch Verträge abzuschließen und mich in eine Geschäftsbeziehung zu begeben. Warum macht das Sinn, etwas vorzuformulieren? Das macht dann Sinn, wenn Sie eine Vielzahl von Verträgen abschließen. Ja? Wenn Sie einen Webshop haben, wo die Kunden die Möglichkeit haben, Produkte zu erwerben, ob das jetzt ein Bildschirm ist, ob das ein Laptop ist, ob das vielleicht Lebensmittel sind, ob das Bücher sind, was auch immer es ist. Wenn Sie eine Vielzahl von Verträgen sind und im Handelsgewerbe ist das in den meisten Fällen der Fall, vor allem auch wenn Sie online das machen im Wege eines Webshops, werden Sie teilweise unzählige Kunden haben, um Bestellungen abzuwickeln. Vor allem in der jetzigen Zeit, in manchen Gewerben ist es ja tatsächlich so, dass die mit Bestellungen kaum nachkommen, dann schließen Sie eine Vielzahl von Verträgen ab. Hier macht es ja überhaupt keinen Sinn, mit jedem einzelnen Vertragspartner in Vertragsgespräche zu gehen. Das macht keinen Sinn, wenn Sie ein Buch um 15, 20 oder auch 150 Euro verkaufen, dass Sie mit jedem Vertragspartner hier Vertragsgespräche führen. Deswegen macht es Sinn zu sagen, welche Bedingungen hätte ich gerne? Wie stelle ich mir das Ganze vor? Wofür möchte ich die Haftung übernehmen? Wie lange gebe ich beispielsweise eine Garantie auf ein gewisses Produkt? Worauf können sich meine Kunden verlassen? Und vice versa, welche Verpflichtungen haben die Kunden? Was erwarte ich mir von den Kunden? Ja? Wer bezahlt Lieferkosten? Ja? Wie stelle ich mir das vor mit der Bezahlung? Welche Arten von Bezahlmethoden stelle ich zur Verfügung? Wie lange hat der Kunde Zeit zu bezahlen? Welche Pflichten hat er, wenn er draufkommt mit dem Produkt, passt etwas nicht? Das sind Dinge, die können Sie gestalten, natürlich nicht völlig frei, denn wie schon erwähnt, gibt es über das Konsumentenschutzgesetz einen Rahmen, der die Konsumenten massiv schützt. Aber dennoch ist es möglich, auch hier gewisse Formulierungen zu wählen, die dann auch im Streitfall vor einem Gericht halten würden. Im B2B-Bereich
ist gerade Gegenteiliges der Fall. Hier ist es nämlich so, dass Sie mit Ihrem Businesspartner fast alles vereinbaren können. Da gibt es nur gewisse Schranken, auf die ich heute noch kurz eingehen werde. Also solange es nicht sittenwidrig ist oder einen Vertragspartner massiv beeinträchtigt, haben Sie im B2B-Geschäft die Möglichkeit, fast alles zu vereinbaren. Das geht gar bis zu einem völligen Gewährleistungsausschluss für Ihre Produkte. Nur um Ihnen einmal zu zeigen, was im B2B-Geschäft alles möglich ist. Sie finden in der Praxis einige andere Formulierungen für AGB, die aber im Endeffekt nichts anderes aussagen, als das sind vorformulierte Bedingungen, die ein Unternehmer seinen Geschäften zugrunde legen möchte. Sehr oft findet sich der Begriff der allgemeinen Einkaufs- und Lieferbedingungen, besondere oder allgemeine Vertrags- oder Versicherungsbedingungen in der Versicherungsbranche, Reisebedingungen, Beförderungsbedingungen etc. Wenn man sich den Inhalt all dieser Dokumente ansieht, kommt man drauf, es ist nichts anderes als ein Dokument der AGB. Es gibt einen Versicherer, einen Reiseveranstalter, einen Beförderer, sonstige Unternehmen, die einkaufen, liefern, verkaufen etc., die sagen, ich habe eine gewisse rechtliche Basis und unter dieser Basis, unter dieser Sicherheit mache ich es einfach nicht. Ja? Führt mich allerdings dann zu dem Thema, dass ein einseitiges Aufzwingen auch nicht zulässig ist. Verträge sind immer zu vereinbaren. Ich kann niemanden verpflichten, mit mir in ein Vertragsverhältnis zu gehen. Da gibt es einige Ausnahmen, nämlich Unternehmen der Daseinsvorsorge, wo das nicht möglich ist. Aber in Ihrem Bereich, im Bereich des Handels, außer Sie sind jetzt bei gewissen Sektoren tätig, wie Energiewirtschaft etc., haben Sie im Endeffekt eine freie Wahl. Sie müssen keinen Kunden annehmen, den Sie nicht als Kunden haben wollen. Und deswegen gibt es auch kein einseitiges Aufzwingen. Der Kunde selber kann natürlich auch entscheiden, möchte er bei Ihnen ein Produkt kaufen, sei es jetzt im Webwege über einen Webshop oder sei es auf einer Messe oder im persönlichen Kontakt bei Ihnen im Geschäft. Er muss es nicht machen. Er kann sich entscheiden, nicht nur inhaltlich, passt mir das Produkt oder kaufe ich das nicht oder bei einem anderen Unternehmer. Er kann auch sagen, mit Ihren Vertragsbedingungen bin ich nicht einverstanden. Ich begebe mich nicht in dieses Geschäftsverhältnis hinein. Das heißt, beide Vertragsparteien haben die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Ja? In der Praxis ist es oft so, und dessen bin ich mir auch bewusst, deswegen erwähne ich es auch, dass es oft einen wirtschaftlichen Druck gibt. Wenn Sie jetzt beispielsweise Zulieferer sind, irgendwelcher Produkte für die Produktion eines großen Unternehmens, dann wird es so sein, dass der Unternehmer Ihnen sagt, wenn Sie meine Einkaufs- und Lieferbedingungen nicht akzeptieren, dann kaufe ich das Produkt woanders ein. Das ist völlig klar. Ja? Aber es liegt trotzdem an Ihnen, am Ende des Tages zu sagen, beuge ich mich hier allenfalls einem wirtschaftlichen Druck, ja? Wo es Bedingungen sind, die oft sehr hart formuliert sind, wo der große Unternehmer im Unterschied zum kleinen massiv begünstigt wird. Das ist eine Entscheidung, die Sie treffen müssen. Ja? Was ist es Ihnen wert, Ihr Produkt an den Mann zu bringen? Stellen Sie das den rechtlichen Rahmenbedingungen gegenüber und entscheiden Sie dann auch selber. Das wäre sozusagen die Kehrseite, dass Sie selber in Geschäftsbeziehung mit einem anderen treten, der Ihnen sagt, ich habe hier Bedingungen und auf Basis dieser Bedingungen arbeite ich. Ja, ich sage unter Anführungszeichen, friss oder stirb. Das ist sehr oft natürlich bei großen Unternehmen der Fall. Wenn Sie kleiner Zulieferer sind, werden Sie sich oft auch in diese Bedingungen hineinbegeben müssen, um weiterhin Ihr Geschäft zu machen. Aber das müssen Sie nicht. Sie können es. Das ist dann eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Rechtlich sind Sie überhaupt nicht verpflichtet, sich irgendetwas aufzwingen zu lassen. Wesentlich, wie bei allen Verträgen, ist auch, dass AGB vereinbart werden müssen. Wie gesagt, es gibt nicht das einseitige Aufzwingen, es muss eine Vereinbarung sein. Und das ist der Kern meines heutigen Vortrages, Ihnen zu verstehen zu geben, dass ein anderer, nämlich der Vertragspartner von Ihnen, vor Abschluss des Vertrages Kenntnis von Ihren AGB haben muss, ansonsten die gar nicht Vertragsinhalt werden. Ja? Das heißt,
es hilft nichts, wenn Sie auch maßgeschneiderte AGB in Ihrer Schublade haben. Sie müssen die AGB an den Mann bringen. Der Vertragspartner muss wissen, worauf lässt er sich ein. Ein Verweis beispielsweise auf der Rechnung, wie ich es auch in meiner beratenden Praxis sehr oft sehe, ist zu spät. Weil der Vertrag wird abgeschlossen im Rahmen der Bestellung. Es gibt ein Angebot, sobald das Angebot angenommen wird, kommt ein Vertrag zustande. Und natürlich mit all den Rahmenbedingungen, die zu diesem Zeitpunkt den Vertragspartnern bekannt sind. Wenn die AGB nicht bekannt sind, weil sie beispielsweise von Ihnen nicht publik gemacht werden oder dem Kunden nicht übermittelt werden, dann können diese gar nicht Vertragsinhalt werden. Das heißt, Sie gehen dann in ein Geschäftsverhältnis hinein, wo Ihre AGB gerade nicht mitvereinbart sind. Achten Sie darauf, dass wenn Sie AGB haben und diese auch im Geschäftsverkehr Geltung haben sollen, dass die auch wirklich vereinbart werden. Ich werde Ihnen dann im Laufe des Vortrages diesbezüglich einige Anleitungen und Empfehlungen geben, wie Sie das sicherstellen. Wesentlich ist immer, dass Sie vor Vertragsabschluss zu erkennen geben, dass Sie nur auf dieser Basis kontrahieren. Schreiben Sie es auf Ihr Angebot rauf, schreiben Sie es auf Ihre Homepage, schauen Sie, dass das Teil Ihres Webshops wird, damit der Kunde weiß, bevor ich das Angebot annehme, bevor ich eine Bestellung mache, muss ich diese AGB zur Kenntnis nehmen und begebe mich damit auch in die von Ihnen gewünschten rechtlichen Bedingungen. Ja? Und das Wesentliche ist, der Kunde muss immer vor Abgabe seiner Willenserklärung, das kann sein die Annahme des Angebotes, ja, in den meisten Fällen, immer Kenntnis haben. Sie müssen schauen, dass er Kenntnis bekommt. Das ist Ihre Aufgabe. Sie können sich in vielen Fällen nicht darauf ausreden, dass Ihre AGB eh existieren und irgendwo auffindbar sind. Das ist in den meisten Fällen zu wenig. Schauen Sie explizit darauf, dass der Kunde tatsächlich Kenntnis erlangt. Und hier gibt es einen wesentlichen Unterschied im Bereich B2B, B2C. Ich beginne mit B2B. Dort ist der Rechtsrahmen nicht so streng, wie ich schon zwei, dreimal heute erwähnt habe. Hier reicht es absolut aus, was ich auch immer wieder sehe, dass ein Unternehmer auf seinem Angebot, meistens unten in der Fußzeile oder nach der Preisangabe, einen Verweis anführt, es gelten unsere oder meine AGB abrufbar auf der Homepage unter www.xyat/AGB beispielsweise. Das reicht im B2B-Geschäft aus. Aber Achtung, und das ist ein Irrglaube. Also ich sage aus meiner Erfahrung, 95% der Leute, die ich beraten darf, haben hier folgenden Zugang. Na, das muss doch immer reichen. Es kann doch jedermann eine Homepage aufrufen und sich die AGB anschauen und suchen. Der oberste Gerichtshof sagt derzeit noch, das ist nicht ausreichend im B2C-Bereich. Dem Konsumenten ist es nämlich nach der derzeitigen Rechtsprechung nicht zumutbar, hier auf die Suche nach AGB zu gehen, auf ihre Homepage zu gehen, dort zu suchen, wo befinden sich diese AGB, weil, und das ist auch eine Argumentation, nicht davon ausgegangen werden kann, dass jeder Konsument immer die Möglichkeit hat, auch eines solchen Internetzugriffes. Ja? Und es ist in der Tat so, das kann ich auch aus meiner beratenden Praxis sagen, dass es gewisse Leute gibt, die haben noch keine E-Mail-Adresse, die haben auch gar keinen Zugang darauf. Also einerseits ist die Rechtsprechung noch nicht so weit, um anzuerkennen, dass jedermann die Möglichkeit hat, auch wirklich zuzugreifen, weil es auch nicht immer der Fall ist. Denken Sie beispielsweise daran, dass Sie in irgendeiner exponierten Lage sind und Sie hätten gerne ein Produkt bestellt über einen Webshop. Natürlich funktioniert da dann das Internet, aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten eines Fernabschlusses, beispielsweise per Telefon oder der sieht etwas im Katalog und ruft Sie an. Ja? Wie soll denn der Kenntnis bekommen von Ihren AGB, die irgendwo auf Ihrer Homepage versteckt angeführt sind? Das heißt, bitte achten Sie darauf und das muss man wirklich eindringlich sagen und das ist erfahrungsgemäß die wichtigste Information des heutigen Tages. Wenn Sie einen Verbraucherkunden haben, schauen Sie, dass er Kenntnis bekommt, und eben nicht nur durch den Verweis auf Ihre Homepage. Wie machen Sie das konkret? Wenn Sie einem
Kunden per E-Mail ein Angebot übermitteln, dann werden sie ihre AGB diesem E-Mail als Anhang beifügen, genauso wie sie das Angebot beifügen werden. Wenn sie das auf einer persönlichen Ebene machen, wenn der Kunde bei Ihnen ein Produkt kaufen möchte, er ruft Sie an und Sie sagen, Sie kommen mit dem Produkt zum Kunden, um Ihnen das beispielsweise oder zu zeigen und auch die Funktion zu zeigen, dass er es vielleicht gar testen kann, dann müssten Sie, wenn der Kunde vor Ort zu Ihnen sagt, ich bin mit diesem Produkt einverstanden, das kostet den Preis X, das ist für mich als Kunde auch in Ordnung, müssten Sie dem Kunden noch sagen, hier sind meine AGB, bestätige mir, dass du Kenntnis erlangt hast. Der sichere Weg ist natürlich immer schriftlich. Ja? Wer schreibt, der bleibt. Das ist im juristischen Kontext sehr wesentlich, denn bei Rechtsstreitigkeiten geht es dann darum, wer kann einen Umstand beweisen. Und beweisen können Sie es leichter, wenn Sie AGB haben, die beispielsweise dann vom Kunden unterschrieben sind. Es würde aber auch Ihre Aussage reichen, dass Sie sagen, ich war vor Ort und habe dem Kunden die AGB auch tatsächlich ausgehändigt. Ob Sie das machen oder nicht, das ist dann eine Frage, die müssen Sie für sich als Unternehmen entscheiden, ob Sie von so etwas Gebrauch machen oder nicht. Ja? Also bitte selber für sich überlegen. Natürlich sagen mir dann oft die Leute, das ist doch nicht praktikabel. Ich komme mit einem Produkt zu einem Kunden, habe die AGB dabei, der Kunde fühlt sich dann unter Druck gesetzt. Und denkt sich, naja, so etwas habe ich überhaupt noch nie erlebt. Ja, da kommt wer mit einem Produkt und die Vertragsbedingungen liegen gleich oben auf und das soll ich unterschreiben, ist für viele nicht unbedingt vertrauensfördernd. Aber Sie müssten, wenn Sie es nicht machen, akzeptieren, dass in diesem Fall Ihre AGB dann auch nicht gelten. Ja? Also selber die Entscheidung. Wenn Sie es haben wollen, bitte dem E-Mail beilegen, bitte einem allfälligen Brief beilegen oder ansonsten tatsächlich dem Kunden aushändigen. Ja, wenn, und das ist auch noch ein Hinweis, wenn Sie dem Kunden ein Angebot aushändigen und Sie haben es umseitig abgedruckt, ja, findet man sehr oft bei Bedingungen, sehr oft in kleiner Schrift, oft auch in hellgrau, dass man es kaum lesen kann, dann müsste man sich die Frage stellen, wird das dann überhaupt inhaltlich tatsächlich vereinbart? Aber es wäre ein guter Beginn zu sagen, wenn ich es aushändige, dass ich es umseitig abdrucke in einer lesbaren Schrift, also bitte nicht unter 8, nicht ein hellgrau. Das wäre schon etwas, wo man dann sagen könnte, das ist dann vielleicht gar nicht wirklich erkennbar. Also es muss so transparent sein, dass der Kunde das wirklich gut sehen und lesen kann. Dann wird es natürlich Vertragsinhalt, aber auch wieder nur, wenn Sie den Kunden irgendeinen Hinweis geben, dass hinter dem Angebot sich etwas befindet. Also dem Konsumentenkunden wird auch nicht zugemutet, dass er das Blatt wendet, ja, und hier auf die Suche geht. Dann schreiben Sie auf der ersten Seite hinauf, es gelten unsere AGB, die Sie umseitig finden. Ja? Oder wo Sie schreiben, es gelten unsere umseitigen AGB, um dem Kunden hinzuweisen, da hinten ist etwas. Ja? Gehen Sie davon aus, dass die Rechtsprechung sehr verbraucherfreundlich ist. Das heißt, wenn Sie im B2C-Geschäft mehr machen, als notwendig ist, ist es nie eine schlechte Idee. Im Zweifel würde ein Gericht für den Konsumenten entscheiden. Wie schaut das bei einem Webshop aus, den ja sehr, sehr viele von Ihnen mittlerweile auch betreiben? Hier ist darauf zu achten, dass vor dem Button kostenpflichtig bestellen, das könnte auch lauten jetzt kaufen oder jetzt bestellen, wie auch immer. Ich verwende immer das kostenpflichtig bestellen, weil genau so, wie ich es hier jetzt auf der Folie oben war, unter den Anführungszeichen, ist es auch im Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz gesetzlich normiert. Ja? Es schadet nicht, wenn Sie eine andere Bezeichnung haben, aber wenn Sie vor der Einrichtung eines Webshops stehen oder den überarbeiten, würde ich Ihnen empfehlen, nehmen Sie die Formulierung, die der Gesetzgeber formuliert, denn dann haben Sie auf jeden Fall in rechtlicher Hinsicht kein Problem. Bevor dieser Button allerdings vom Kunden gedrückt werden kann, würde ich Ihnen empfehlen, dass das erst dann möglich ist, wenn er ein Häkchen setzt.
nämlich bei dem Passus beispielsweise, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das Gleiche würde auch für den Datenschutz gelten. Datenschutz ist nicht unser heutiges Thema, wird Sie aber genauso beschäftigen wie jeden anderen Unternehmer. Das heißt, Sie werden auch eine Vorkehrung haben und dem Kunden Ihre Datenschutzerklärung offenlegen. Auch das würde ich Ihnen empfehlen, sich vorab mit einem Häkchen bestätigen zu lassen, sodass erst dann die Bestellung überhaupt aufgegeben werden kann. Das heißt, dass sich dieser Bestellbutton sozusagen dann erst aktiviert und vom Kunden betätigt werden kann. Wenn Sie das nicht machen, müssen Sie damit rechnen, wenn der Kunde das Häkchen nicht setzt, dass Ihre AGB nicht gelten. Weil dieses Häkchensetzen des Kunden ist die Einwilligung in diese allgemeinen Geschäftsbedingungen. Genauso wie wenn er von Ihnen ein Angebot bekommt per E-Mail, Sie die AGB mitschicken und der Kunde schreibt zurück, ich bin damit einverstanden, ich beauftrage Sie oder ich bestelle das bei Ihnen. Ja? Dann akzeptiert er es. Er hat Kenntnis erlangen können. Beim Webshop müssen Sie nur aufpassen, dass es hier natürlich eine Verlinkung gibt zu den AGB. Also so, wenn es jetzt hier steht, es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, dann verlinken Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen, so dass der Kunde mit einem Klick darauf die Möglichkeit hat, vom Inhalt Kenntnis zu bekommen. Ja? Und der Gesetzgeber sagt, er muss das Ganze auf einem dauerhaften Datenträger auch abspeichern oder downloaden können. Ja? Er kann es, wenn sich das öffnet, er kann sich das ausdrucken, er kann sich das kopieren, er kann sich es entsprechend so abspeichern, dass er darüber auch verfügen kann. Ja, das heißt, trachten Sie danach, dass das technisch so eingerichtet ist und jeder, der einen Webshop anbietet, wird das wohl auch so machen. Wenn nicht, machen Sie ihn darauf aufmerksam, dass es hier die Möglichkeit geben muss einer Verlinkung. Weil sonst bringt es erst wieder nichts. Weil wenn Sie nur schreiben, es gelten unsere AGB oder allgemeinen Geschäftsbedingungen, aber es gibt keine Verlinkung, dann kann der Kunde ja erst wieder nicht wissen, was steht denn in Ihren AGB denn eigentlich drinnen. Das ist aber Voraussetzung dafür, dass sie gelten. Also trachten Sie danach, dass nur bei Setzen des Häkchens es eine Möglichkeit gibt der Bestellung. Das führt dazu, dass Sie all Ihren Verträgen, so wie es auch von der Grundkonzeption der AGB vorgesehen ist, all diesen die AGB auch wirklich zugrunde legen. Wenn sich AGB ändern, oder wenn Sie verschiedene Fassungen der AGB haben und neue aufsetzen, dann macht es einen Sinn zu sagen, naja, ich habe jetzt AGB in dieser Fassung und ich starte jetzt mit neuen AGB, weil ich mir neue aufsetzen lasse oder meine bestehenden überarbeite, dass Sie dann dokumentieren oder zumindest technisch das so aufzeichnen, dass Sie wissen, so lange habe ich die derzeitigen oder die vormaligen AGB verwendet und ab diesem Zeitpunkt verwende ich dann die neuen AGB, denn in einem allfälligen Rechtsstreit ist es dann schon wesentlich, welche Ihrer AGB-Bestimmungen gelten denn eigentlich? Und wenn ein Kunde heute etwas kauft und Sie mit 1.7. neue AGB verwenden, naja, und es entwickelt sich in 1,5 Jahren ein Rechtsstreit, dann müssen Sie wissen, die AGB, die ab Juli gelten, gelten aber auf dieses Vertragsverhältnis nicht. Das heißt, es gelten die AGB, die Sie derzeit verwenden. Also hier wirklich schauen, dass Sie da eine technische Aufzeichnung haben. Wenn Sie derzeit noch keine AGB verwenden und sich neu aufsetzen lassen oder selbst welche erstellen, dann wird es relativ einfach sein, weil dann haben Sie keine andere Fassung. Bei mehreren Fassungen bitte schauen, wie lang war die in Verwendung, sodass Sie immer wissen, wie Sie entsprechend zu reagieren haben. Denn wenn dann in der Vertragsabwicklung irgendetwas schief geht, beispielsweise die Ware kommt nicht an oder die Ware kommt an, aber der Kunde macht eine Mängelrüge, das heißt, er sagt, in der Qualität oder Quantität ist das Produkt nicht das, was er bestellt hat oder wie er es bestellt hat, und Sie haben diesbezüglich, was das Vorgehen bei einer Mängelrüge betrifft, Bestimmungen in Ihren AGB, dann müssen Sie natürlich, wenn ein Kunde Mängel rügt, wissen, wie Sie vorgehen. Und da werden Sie sich an Ihre AGB anlehnen und deshalb müssen Sie auch wissen, welche Fassung ist für welches Vertragsverhältnis konkret anwendbar. Wenn Sie mit einem Unternehmer in ein Vertragsverhältnis gehen, also im B2B-Geschäft,
kann es zu einem sogenannten Battle of Forms kommen. Ja? Ein Kampf der Vorschriften. Ja? Beide Vertragsteile, also wenn beide Unternehmer sind und beide AGB haben, möchten vielleicht ihre eigenen AGB zugrunde legen. Ja? Da stellt sich natürlich dann auch die Frage, welche AGB gelten denn dann? Wenn da eine E-Mail-Korrespondenz vorliegt, wo ein Unternehmer sagt, ich kontrahiere nur auf Basis der AGB und der andere sagt, ich nehme ihr Angebot an, aber es gelten meine AGB, dann habe ich vielleicht einen Konsens geschaffen, was Produkt und Preis betrifft, aber nicht, was die AGB betrifft. Heißt aber nicht, dass der Vertrag gar nicht zustande kommt. Er kommt zustande und es gelten die AGB beider Vertragsteile, außer die AGB widersprechen sich. Das heißt, wenn einer sagt, es bedarf für eine Korrespondenzführung der Schriftform und der andere sagt, es reicht eine mündliche Absprache, dann ist die Frage, was gilt jetzt? Gilt das Mündliche oder gilt das Schriftliche? In einem solchen Fall geht man folgendermaßen vor. Man sagt, dass die Vertragsbestimmungen, die sich widersprechen, nicht in Geltung sind. Man denkt sich diese Vertragsbestimmungen weg und alle übrigen Vertragsbestimmungen bleiben aufrecht. Das nennt man dann einen Teil-Dissens. Ja, Dissens ist das Gegenteil von Konsens. Das heißt, es kommt für den Teil, der sich widerspricht, einfach keine Vereinbarung zustande. Und was gilt dann, wenn es keine Vereinbarung gibt? Dann gilt das, was im Gesetz steht. Das heißt, die gesetzliche Regelung gilt immer dann, wenn der Vertrag vom Gesetz nicht abweicht. Wenn Sie Ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen ändern, stellt sich auch die berechtigte Frage, wirkt sich eine solche Änderung auf bestehende Geschäftsverhältnisse aus? Ich habe es vorhin schon mit beantwortet. Nein, es hat keine Auswirkung. Entscheidend ist, welche Fassung der AGB zum Vertragsabschlusszeitpunkt vorliegen. Wenn Sie im Nachhinein Änderungen vornehmen und möchten, dass diese neuen Vertragsbedingungen auch auf bereits abgeschlossene, sozusagen alte Verträge anwendbar sind, dann müssen Sie wiederum auf den Kunden zugehen und sagen, es gelten nun meine neuen allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Kunde kann dann sagen, ja, in Ordnung oder er sagt, nein, damit bin ich nicht einverstanden. Die Konsequenz bei ja, ich bin einverstanden ist, dass Ihre neuen AGB wirken. Die Konsequenz von nein, der Kunde sagt, ich bin nicht einverstanden, ich habe die alten AGB akzeptiert, aber mit den neuen Klauseln gehe ich nicht konform, die möchte ich nicht akzeptieren, können Sie ihm diese nicht aufs Auge drücken. AGB ganz allgemein sind typischerweise nachteilig für den Kunden, verglichen zur Situation, wo es keine AGB gibt. Wenn es nämlich keine gibt, gilt das Gesetz. Und Sie würden ja keine allgemeinen Geschäftsbedingungen machen müssen, wenn Sie mit dem gesetzlichen Zustand einverstanden werden. Ja? Gesetz steht etwas über Lieferungen, im Gesetz steht etwas über Verzug mit einer Warenlieferung. Im Gesetz steht sehr viel zum Thema der Gewährleistung, was passiert, wenn ein Produkt mangelhaft ist, ja, also nicht dem entspricht, was vertraglich vereinbart war oder was Sie dem Kunden versprochen haben. Dann brauchen Sie keine AGB, weil dann bieten Ihnen die AGB ja keinen Mehrwert. AGB bieten Ihnen nur einen Mehrwert, wenn Sie dort, wo das Gesetz es erlaubt, vom Gesetz zu Ihren Gunsten abweichen. Und hier kann ich Ihnen nochmals wiederholend sagen, diese Möglichkeiten gibt es. Im B2B-Geschäft zuhauf, aber auch im B2C-Geschäft in einigen wesentlichen Punkten. Das heißt, als Zwischenfazit, AGB zu haben, diese auch dem Vertragsverhältnis zugrunde zu legen, macht auf jeden Fall Sinn. Wenn Sie nur Verbraucherkunden haben, auch. Wenn Sie auch unternehmerische Kunden haben, dann führt kein Weg daran vorbei, AGB wirklich zu konzipieren oder konzipieren zu lassen. Warum ist das auch so? Und warum willigen Kunden in ihre AGB ein? Fragen Sie sich selbst, wenn Sie als Kunde, wir sind ja nicht nur Unternehmer, ich bin auch Unternehmer,
als Rechtsanwalt. Wir sind aber auch Kunden jeden Tag. Wir kaufen etwas ein, wir bestellen etwas für unseren Privatbereich. Seien Sie ehrlich, wenn Sie im Webshop was bestellen, schauen Sie sich die AGB des Unternehmers an, lesen Sie sich die AGB des Unternehmers durch. Sogar ich als Anwalt muss das verneinen. Ob das jetzt geschickt ist oder nicht, ist eine andere Frage. Aber tun wir das? Wir finden ein Buch, das wir uns vorgestellt haben. Wir finden ein Geschenk für irgendeinen Anlass. Ja, haben wir dann die Zeit und die Muße, uns mit allgemeinen Geschäftsbedingungen zu beschäftigen? Vor allem auch als juristische Laien, wo es uns an Erfahrung fehlt, wo es uns an Zeit fehlt, wo es uns an Geld, an Geduld und auch an Sachkunde fehlt. Weil wenn Sie jetzt ein Buch bestellen, gehen Sie dann zum Anwalt und lassen die AGB Ihres Vertragspartners prüfen, das wird sich dann nicht mehr rentieren. Das heißt, Sie als Unternehmer haben eine sehr gute Chance, dass wenn Sie AGB aufstellen und die dem Kunden übermitteln, dass er die im Endeffekt blind schluckt. Und das ist dann die Situation, mit der Sie zufrieden sind. Denn dann haben Sie Ihre Vertragsbedingungen im konkreten Vertrag. Das ist Ihr Ziel und das werden Sie in den meisten Fällen erreichen, weil der Kunde sich nicht damit beschäftigen möchte. Wenn Sie, oder ich sage jetzt ein Bereich der Gewerbeordnung, Bereich der Gewerbetreibenden, das heißt, wenn Sie ein Gewerbe ausführen, eine Gewerbeberechtigung haben, und Sie haben ja, davon gehe ich jetzt einmal aus, wenn Sie in diesem Seminar teilnehmen, zumindest ein Handelsgewerbe oder auch dann noch weitere. Wenn Sie regelmäßig Geschäftsbedingungen verwenden, sagt die Gewerbeordnung, dass Sie Ihren Kunden in den Geschäftsräumen diese AGB auch zur Kenntnis bringen und aushängen müssen. Ja? Gehen Sie mal in eine Putzerei, da ist es mir beispielsweise aufgefallen, da ist neben dem Tresen, wo man dann seine Hosen und seine Blusen hinauflegt, meistens links oder rechtzeitig an der Wand, sehen Sie diese allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das ist einfach gesetzestreu, weil die eben auszuhängen sind. Wenn Sie einen Webshop betreiben, haben Sie keinen Geschäftsraum. Sie haben was Virtuelles, aber wie sollen Sie dort aushängen? Ja, also diese Verpflichtung trifft Unternehmer, die einen Geschäftsraum haben. Schauen Sie, dass Sie hier im Kassenbereich oder im Eingangsbereich Ihre Bedingungen aushängen. Wenn Sie es nicht machen und es kommt jemand drauf, natürlich, das sagen auch meine Klienten oft zu mir, na, wer schaut denn danach? Naja, aber genauso wie ein Gesundheitsamt einmal in der Küche geht und nachsieht, ob es Hygienebedingungen gibt, die eingehalten werden, kann hier auch ein Mitarbeiter der Gewerbebehörde kommen und sich anschauen, ob sie sich an solche Dinge halten, ja, wie Preisauszeichnung, Öffnungszeiten und beispielsweise auch Aushang von allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bitte danach trachten, wenn Sie Geschäftsräume haben, hängen Sie es aus. Sie vermeiden im Kontrollfall eine Verwaltungsstrafe. Noch einmal für all jene, die allenfalls auch später dazugekommen sind und die Einleitung verpasst haben, Sie haben jederzeit die Möglichkeit, unter der Rubrik F&A, unterlegt mit zwei Sprechblasen, Ihre Fragen zu stellen zum Thema der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Das Thema der Geltungskontrolle. Sie finden in weiterer Folge auch auf meiner Präsentation, auf den Folien dieser Präsentation, Paragraphen. Meine Aufgabe ist es nicht, Sie hier juristisch so auszubilden, um Sie zum Juristen zu machen, aber hin und wieder ist es ganz gut, vor allem auch Sie bekommen ja die Präsentation, dass Sie nachlesen können. Und deswegen habe ich einige Paragraphen mir erlaubt, trotzdem hier raufzuschreiben, falls Sie sich mit irgendeiner Gesetzesbestimmung detailliert auseinandersetzen möchten, vor allem auch dann im Bereich des Fern- und Auswärtsgeschäftegesetzes. Geltungskontrolle heißt, dass Bestimmungen ungewöhnlichen Inhaltes, ja, wenn sie dem anderen Teil nachteilig sind und mit denen er nicht zu rechnen braucht, nicht Vertragsinhalt werden. Ja. Es geht nach der Judikatur des Obersten Gerichtshofes hier um überraschende Klauseln.
Häufigster Anwendungsfall sind beispielsweise irgendwelche Haftungsregelungen oder Bestimmungen über das Verzugsrecht oder Gewährleistungsrecht im Punkt Zahlungsbedingungen. Also das wäre sicher überraschend, weil wenn jemand jetzt in die AGB sieht und sagt, jetzt möchte ich mir anschauen, wenn ich mit dem Produkt nicht zufrieden bin, habe ich Möglichkeiten, das Produkt zurückzusenden? Kriege ich mein Geld zurück? Wie schaut es mit den Lieferkosten aus, die ich schon bezahlt habe und die dann bei der Rücksendung noch folgen werden? Und Sie schreiben diese Bestimmungen im Punkt Zahlungsbedingungen oder Gerichtsstand anwendbares Recht, dann wäre das sicher überraschend. Ein Kunde muss nicht damit rechnen, dass Sie einzelne Bestimmungen, die die Gewährleistung betreffen, im Punkt der Zahlungsbedingungen drinnen haben. Ja, wird selten vorkommen, kann aber vorkommen, spricht auch wieder für eine professionelle Gestaltung Ihrer allgemeinen Geschäftsbedingungen. Schauen Sie, dass Sie Ihre Themen dort positionieren, wo sie zu positionieren sind. Und wenn Sie eine Überschrift wählen und die heißt Gewährleistung, dann kann der Kunde davon ausgehen, dass dort alles drinnen steht, was gewährleistungsrechtlich relevant ist. Diese Bestimmung gilt im Übrigen im B2C und im B2B-Geschäft. Den Paragraphen, den Sie hier sehen, im ABGB, das ist das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, das ist das Grundlagenwerk des Zivilrechts, insbesondere auch des Vertragsrechts, welches uns heute im Besonderen interessiert. Das ist kein Konsumentenschutzgesetz, das ist ein allgemeines Gesetzbuch, wo sich vertragsrechtliche Bestimmungen befinden. Das heißt, das gilt auch im B2B-Bereich. Das nächste, was zu beachten ist bei der Abfassung der AGB, und Sie sehen hier schon den Unterschied, da findet sich jetzt ein neues Gesetz, nämlich das KSG. Das ist das Konsumentenschutzgesetz. Bedeutet, das ist nur relevant, wenn ein B2C-Geschäft vorliegt und nicht im B2B-Bereich. Ja? In § 6 Absatz 3 finden sich einige Bestimmungen, wo Teile dann unwirksam sind. Dazu kommen wir dann später. Jetzt geht es darum, dass es transparent sein muss. Es muss für einen Durchschnittskunden, und das ist der Maßstab, klar und verständlich sein, was Sie mit Ihren Vertragsbedingungen bezwecken. Jetzt nicht als Ganzes, sondern konkret. Wenn Sie schreiben, die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, dann ist das klar, es ist verständlich und der Kunde weiß Bescheid. Ja? Das macht zwar niemand, aber nur um es Ihnen klarzulegen, würde ich diese 2 Jahre in Tagen ausdrücken, wäre das, da kann man zwar nachrechnen, aber für den Durchschnittskunden nicht mehr ganz so klar. Ich verwende das Beispiel nicht deshalb, weil es immer vorkommt, sondern um Ihnen klarzumachen, machen Sie es so einfach wie möglich. Ja? Schauen Sie, dass Ihre AGB juristisch das beinhalten, was notwendig ist, aber nur so viel wie wirklich notwendig und das in klarer und verständlicher Sprache. AGB dürfen kein Gesetzbuch sein. Weil wer schon mal in ein Gesetzbuch geschaut hat, vor allem in ältere, da ist sehr viel offen, da ist sehr viel unverständlich. Da streiten sich juristische Professoren über die Interpretation. Das darf nicht sein. Ja? Sind Sie klar? Sind Sie verständlich? Dann werden Sie kein Problem haben mit Ihren AGB. Ja? Der oberste Gerichtshof sagt, es reicht bereits aus, wenn eine Klausel nicht leicht verständlich oder nur mühsam nachvollziehbar ist, dass diese Klausel in den AGB dann nicht Vertragsinhalt wird. Weil das wäre nämlich die Konsequenz einer unklaren Formulierung, dass dann diese Bestimmung Ihrer AGB auf das Vertragsverhältnis nicht anwendbar ist. Und das ist ja gerade das, was Sie vermeiden wollen. Sie verwenden AGB, damit diese Bestimmungen auch wirklich im Streitfall gelten. Deswegen seien Sie verständlich und seien Sie nachvollziehbar in Ihrer Formulierung. Ja. Ganz unten noch einmal die wichtigste Information. Achtung, nur bei Verbraucherkunden. Das erkennen Sie durch die gesetzliche Platzierung im Konsumentenschutzgesetz. Das ist nämlich ein Gesetz, das, wie der Name schon sagt, nur im B2C-Bereich gilt. Ne? Nämlich dann, wenn ein Unternehmer mit einem Konsumenten kontrahiert. Und dann gibt es noch die Inhaltskontrolle. Die Inhaltskontrolle ist für mich das Wichtigste. Denn
die Geltung, die Transparenz, dass es klar und verständlich ist, ja, vielleicht gibt es Einzelfälle, wo das nicht der Fall ist. Aber beim Inhalt wird es dann wirklich spannend. Es gibt nämlich bestimmte inhaltliche Thematiken, die einfach nicht Vertragsinhalt werden, selbst wenn sie klar und verständlich ausgedrückt werden. Es gibt dafür einen gesetzlichen Rahmen, den habe ich Ihnen hier aufgeschrieben und Sie erkennen jetzt bereits, gilt auch wieder im B2B und im B2C-Bereich. Weil wir haben im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch dazu was, aber auch im Konsumentenschutzgesetz. Auch im B2B-Bereich ist eine Bestimmung nichtig. Nichtig bedeutet, sie wird nicht angewendet. Sie darf nicht angewendet werden im konkreten Fall, wenn sie unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles einen Vertragsteil gröblich benachteiligt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel zum Verständnis. Wenn Sie sagen, für einen Zahlungsverzug hätten Sie gerne 8% Verzugszinsen, 10%, 12%, dann wird das alles okay sein, per anno meine ich. Wenn Sie allerdings reinschreiben, der Kunde soll zahlen 20-25% Verzugszinsen, dann wird das nicht gelten, weil es eine gröbliche Benachteiligung. Ein Verzug mit einer Zahlung soll unter Anführungszeichen bestraft werden mit Verzugszinsen, aber nicht in einem solchen Ausmaß. Also hier würde ein Gericht sagen, da gehe ich nicht mehr mit, das ist jedenfalls gröblich benachteiligend. Ja? Was das im konkreten Fall ist, natürlich gibt es hier unzählige Judikatur, vor allem aus dem Bereich des Mietrechtes, aber da muss man sich wirklich die Umstände des Einzelfalles ganz konkret ansehen. Was sind Beispiele unzulässiger Klauseln, dass Sie ein gewisses Gefühl haben? Im Konsumentenschutzgesetz der gänzliche Gewährleistungsausschluss. Das ist im B2B-Bereich möglich. Das heißt, Sie könnten einem Businesskunden Waren liefern und sagen, ich übernehme aber keine Gewährleistung für die Mangelfreiheit meiner Produkte. Ob das seriös ist, ob das vertrauensvoll ist, das muss jeder für sich entscheiden. Aber es ist möglich auszuschließen. Im B2C-Bereich sieht der Paragraph 6 des Konsumentenschutzgesetzes ganz klar vor, dass es so etwas nicht gibt. Ja, es gibt dann auch weitere Bestimmungen im Konsumentenschutzgesetz und in dem seit 01.01.2022 geltenden Verbrauchergewährleistungsgesetz. Ja, hier ist ganz klar geregelt, es darf eine Gewährleistung nicht ausgeschlossen werden. Ja, sie darf nicht einmal eingeschränkt werden. Kurzer Sidestep ins Gewährleistungsrecht, weil es einfach so wichtig ist für uns Unternehmer. Es läuft nicht immer alles glatt. Es gibt einmal Ausreise, es gibt einmal ein Produkt, das vielleicht nicht funktioniert. Ja? Oder Sie kaufen einen Laptop und laden den Akku voll auf und nach einer halben Stunde ist wieder aus. Weil das darf der Kunde nicht erwarten, der wird das rügen und sagen, ich hätte gerne einen neuen. Aber es wird einen Laptop geben bei all diesen Produkten, der diese Leistung einmal nicht bringt. Naja gut, dann ist das halt mangelhaft, dann gibt es halt einen Wandlungs- oder einen Verbesserungsanspruch. Und es ist ganz klar, bei beweglichen Sachen, wo Sie auch hauptsächlich tätig sind, nämlich das, was man angreifen kann, all das, was man verschicken kann, auch mit der Post, was man von Hand zu Hand übergeben kann, ja, alles, was man bewegen kann. Hier ist es so, dass wir eine zweijährige Gewährleistung haben. Und wenn Sie dem Kunden sagen, es gilt nur die einjährige Gewährleistung, dann wäre diese Bestimmung in Ihren AGB nichtig. Ja. Sie wird einfach nicht angewendet. Der Kunde kann sagen, im Gesetz stehen 2 Jahre, das, was in deinen AGB steht, ist rechtsunwirksam und daher bin ich auch dann noch in der Gewährleistung, wenn ein Jahr vorbei ist. Dann gibt es gewisse Formvorschriften. Hier darf man im B2C-Bereich nicht strengere Formvorschriften als die Schriftform vorsehen. Was wäre eine strengere Vorschrift? Wäre beispielsweise der eingeschriebene Brief. Wenn Sie Ihrem Konsumenten sagen, Erklärungen den Vertrag betreffend können nur in der Form eines eingeschriebenen Briefes, also eines Einschreibens erfolgen, dann wäre das eine Formvorschrift, die ist unwirksam. Weil der Gesetzgeber sagt im Konsumentenschutzgesetz, strenger als Schriftform darf es nicht sein. Ja? Und das ist ein Unterschied zwischen einem normalen Brief und einem eingeschriebenen, aufgegebenen Brief. Noch weiters unzulässig ist eine Haftungseinschränkung bei Personenschäden. Das heißt, wenn ein Produkt, das Sie verkaufen,
durch irgendeinen Fehler einen Schaden an einer Person verursacht. Kann ja sein, ich kaufe eine Glasflasche und auf einmal explodiert die. Ist ja durchaus möglich. Oder was auch schon passiert ist, die Elektrogeräte, die ich dann unter mein Bett lege, gibt sogar einen Fall dazu, und das fängt zu brennen an. Ja? Und es wird wer am Körper verletzt. Eine solche Haftungseinschränkung wäre unzulässig. Hier zu sagen, ich hafte nicht für meine Produkte. Wenn mein Produkt einen Schaden zufügt, dann ist das dein Problem als Kunde, aber ich bin aus jeder Haftung frei. Das ist etwas, was unwirksam ist. Ja? Was bei Personenschäden der Fall ist. Es gibt aber auch Sachschäden. Ne? Wenn zum Beispiel das Elektrogerät zu brennen beginnt, wäre ich vielleicht nicht nur am Körper verletzt, sondern das Ehebett brennt auch ab. Ne? Dann habe ich einen Sachschaden auch noch. Ja? Bei Sachschäden ist es so, da ist ein Ausschluss nur bei leichter Fahrlässigkeit möglich. Aber bei grobem Verschulden, das heißt grober Fahrlässigkeit und gar Vorsatz, den es aber in den meisten Fällen nicht gibt, ist eine Haftungseinschränkung unzulässig. Ja? Das heißt, der Rechtsberater, so wie ich, wenn er AGB verfasst, trachtet danach, dass sie allgemeine Geschäftsbedingungen bekommen, die für sie die größtmögliche rechtliche Sicherheit gibt, aber keinesfalls Bedingungen enthält, die unzulässig sind, weil sie beispielsweise dem Konsumentenschutzgesetz widersprechen. Und hier mache ich darauf aufmerksam, dass es Verbraucherschutzorganisationen gibt, VKI etc., wo Leute auf den Computer oder an den Computern sitzen und sich anschauen, stichprobenweise, welche AGB werden von Unternehmern verwendet. Und wenn sie dann gegen Konsumentenschutz verstoßen, dann kriegen sie eine Aufforderung, das in Zukunft zu unterlassen, eine sogenannte Abmahnung, die dann natürlich auch gleich ein bisschen Geld kostet. Das heißt, es ist durchaus sinnvoll, dass sie AGB verwenden, die dem rechtlichen Rahmen entsprechen, weil sie helfen ihnen doch keine AGB, wo sie dann im Streitfall mit diesen unterliegen. Wie schaut es im Bereich des E-Commerces aus mit den AGB? AGB sind dem Nutzer so zur Verfügung zu stellen, dass er sie speichern kann, dass er sie wiedergeben kann. Ja? Das heißt, sie müssen immer mal Kenntnis verschaffen. Er muss die Möglichkeit haben, diese AGB aufzurufen und dann die Möglichkeit haben, diese abzuspeichern oder auszudrucken. Ja? Das kann auch nicht abbedungen werden, das heißt, durch vertragliche Vereinbarung ausgeschlossen werden. Ja? Das ist nicht möglich. Das müssen Sie, das ergibt sich aus dem E-Commerce-Gesetz. Es gibt ein eigenes Gesetz, das beschäftigt sich mit Vertragsabschlüssen über elektronische Medien. Das wichtigste dieser Gesetze für Sie ist das Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz, FAGG, wo es insbesondere Informationspflichten und Rücktrittsrechte des Verbrauchers gibt. Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz wird uns nachher noch kurz beschäftigen. Ich sage eingangs, es ist ein Gesetz, wie das Konsumentenschutzgesetz, das nur dann zur Anwendung kommt, wenn es sich um ein B2C-Geschäft handelt. Nicht B2B. Im B2B haben Sie neben den allgemeinen Bestimmungen des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches das UGB, also das Unternehmensgesetzbuch, zu beachten, aber nicht die Verbraucherschutzbestimmungen. Weil es so wichtig ist und hier im Bereich E-Commerce nochmal passt, hier noch einmal von mir der Hinweis darauf, dass Sie bitte hier ein Häkchen setzen lassen von den Kunden, bevor der Bestellvorgang abgeschlossen werden kann. Wie schaut es mit Vertragsabschlüssen im Internet ganz allgemein aus? Unter anderem oder primär auch im Rahmen eines Webshops. Wann liegt eigentlich eine verbindliche Erklärung vor? Das ist ein bisschen jetzt ein Exkurs, aber für mich sehr wichtig jetzt, wenn ich in diesem Rahmen für die Sparte Handel auch vortragen darf, Ihnen das zu zeigen, wann kommt denn überhaupt ein Vertrag zustande? Und hier herrscht der Irrglaube, dass der Kunde bei Betätigen des Buttons kostenpflichtig bestellen schon den Vertragsabschluss auslöst. Das ist nicht der Fall. Der Kunde bestätigt damit, er bestellt etwas, dass er mit Ihnen in ein Vertragsverhältnis gehen möchte. Das heißt, dass er jene Produkte, die er normalerweise in einem Warenkorb abgespeichert hat, auch tatsächlich erwerben möchte. Es ist aber nicht so, dass da schon der Vertrag zustande kommt. Erinnern Sie sich an die Eingangsfolien.
ich kann niemanden meinen Vertragswillen aufzwingen. Sie sind nicht verpflichtet, von einem Kunden, den Sie nicht haben wollen, eine Bestellung anzunehmen. Das ist nicht Ihre Verpflichtung. Warum auch immer können Sie gewisse Kunden ablehnen. Ja? Es liegt an Ihnen zu sagen, ob Sie diesen Kunden möchten oder nicht. Ob Sie diesen Kunden überhaupt beliefern möchten. Vielleicht hat er Ihnen in der Zukunft schon so viele Probleme gemacht mit Anwaltsschreiben oder Schreiben des Konsumentenschutzes, der Konsumentenschutzabteilung der Arbeiterkammern, immer nur als Querulant unterwegs an jedem Produkt was auszusetzen. Vielleicht sagen Sie, den Kunden möchte ich nicht. Ja? Na ja gut, dann werden Sie ihm halt keine Bestätigung übermitteln, dass der Vertrag zustande kommt. Ja? Sie müssen ihm eine Bestätigung übermitteln, dass er bestellt hat, dazu kommen wir noch. Aber es ist nicht notwendig, dass er hier entsprechend auch noch von Ihnen dann wirklich versorgt wird. Sie können sich den Kunden aussuchen. Das heißt, was macht der Kunde rechtlich, wenn er den Button kostenpflichtig bestellen, jetzt zahlen oder wie auch immer der bei Ihnen heißt, aktiviert? Er bietet an, von Ihnen ein Produkt kaufen zu wollen. Er ist natürlich an diese Erklärung zunächst einmal gebunden und dann liegt es an Ihnen, dieses Angebot entsprechend anzunehmen. Ja? Das heißt, wenn Sie Produkte im Webshop haben, die ich als Kunde sehen kann, ist das von Ihnen kein verbindliches Angebot, sondern Sie laden die Kunden ein, selbst ein Angebot abzugeben. Sie definieren zwar den Preis, Sie definieren die Ware, Sie definieren die Eigenschaften. Sie sagen, wohin kann ich liefern? Was kostet eine Lieferung, wenn Sie eine solche anbieten? Ja? Das legen Sie alles fest. Aber der Kunde sagt Ihnen durch Klicken des Buttons kostenpflichtig bestellen, ich möchte das bestellen. Und dann liegt es wiederum bei Ihnen. Das heißt, die Bestellung des Kunden ist kein Vertragsabschluss. Sie haben dann die Möglichkeit, das Angebot anzunehmen oder nicht anzunehmen. Ja? Die Annahme ist die Zusendung einer Bestätigung per E-Mail über den wesentlichen Inhalt des Geschäftes. Wenn Sie schon einmal etwas bestellt haben, dann werden Sie merken, dass Sie relativ rasch, oft steht dabei, nach der Bestellung, Sie erhalten in einigen Minuten ein E-Mail. Zu 98% der Fällen dauert es nicht ein paar Minuten, sondern es dauert ein paar Sekunden. Ja? Sie können gleich in Ihren E-Mail-Account einsteigen und werden sehen, eine automatisierte Bestätigung der Bestellung. Das sieht der Gesetzgeber auch vor. Ja? Das heißt, es gibt einmal eine Bestellbestätigung. Das ist aber von Ihnen noch nicht die Erklärung, dass der Vertrag abgeschlossen ist. Es bedarf dann in weiterer Folge einer Bestätigung Ihrerseits, dass das Geschäft zustande kommt. Ja? Meist steht in einer Bestellbestätigung, wir bestätigen den Eingang Ihrer Anfrage oder Ihrer Bestellung und diese wird bearbeitet. Ja? Und dann schaut sich das irgendwer bei Ihnen im Team oder sich selber an oder die Abteilung, die für den Verkauf zuständig ist und entscheidet dann ja oder nein. Und wenn ja, kriegt der Kunde die Bestätigung, wir werden Ihr Produkt bis dorthin liefern, beispielsweise. Ja? Wichtig ist auch, und das ist der Hinweis ganz unten auf dieser Folie, kostenpflichtig bestellen steht im Gesetz drinnen. Es ist wirklich kostenpflichtig. Wenn Sie nur schreiben, bestellen, dann hat der Kunde, kann sofort sagen, nein. Ja? Das heißt, könnte sofort vom Vertrag zurücktreten. Es muss kostenpflichtig sein. Der Kunde, und wir reden hier vom Verbraucherkunden, der Verbraucherkunde muss hier wissen, wenn er diesen Button bestätigt, dann hat er ein verbindliches Angebot abgegeben. Ja? Deswegen immer immer der Hinweis, dass es kostenpflichtig ist. Oder jetzt bezahlen, wie auch immer. Ja? Kunde muss wissen, es kostet irgendwas. Das ist das Wesentliche. Ja? Wie agieren Sie dann? Ja? Sie überlegen sich, nehmen Sie die Bestellung des Kunden an oder nicht. Ja? Es ist nicht immer notwendig, dem Kunden zu schreiben, ja, ich nehme das an, explizit. Es gibt auch eine sogenannte stillschweigende Annahme, ja, durch Übersendung der Ware oder Erbringung der Leistung.
Ja? Also es gibt die ausdrückliche Annahme, wo ich jetzt sage, okay, ausdrücklich heißt, ich nehme es an, oder stillschweigend heißt, durch mein Gesamtverhalten ist ableitbar, dass ich das Vertragsangebot des Kunden annehme. Ja? Indem sie beispielsweise die Ware versenden. Natürlich willigen sie dann ein. Also das wäre eine konkludente Annahme. Es muss nicht immer ausdrücklich sein. Sie müssen den Kunden nicht anrufen und sagen, ja, oder ihm eine E-Mail schicken. Es reicht auch, wenn sie die Ware versenden. Dann kann der Kunde davon ausgehen, naja, wenn er an meinen Namen, an meine Anschrift übersendet, ist er wohl damit einverstanden, dass an mich geliefert wird. Ja? Wesentlich für Webshop-Betreiber ist, wenn sie mit bestimmten, wenn sie mit Vertragspartnern in bestimmten Ländern nur Verträge abschließen wollen, müssen sie spätestens bei Beginn des Bestellvorganges darauf hinweisen. Ja? Nennt man den Disclaimer. Ja? Das heißt, es muss klar sein, wohin sind sie bereit, ihre Verträge oder wohin sind sie bereit, Verträge abzuschließen. Ja? Das ist wesentlich. Eine andere Frage ist dann, wohin liefern Sie? So eine andere, ist eine andere Frage. Ja? Weil der Vertragspartner kann ja irgendwo sitzen und sagen, Lieferadresse ist irgendwo anders. Das ist eine andere Frage. Aber die Frage ist, mit Leuten aus welchen Ländern wollen Sie denn überhaupt Verträge abschließen? Hier haben Sie die Rechtsgrundlage, was die Bestellbestätigung betrifft, ja? E-Commerce-Gesetz. Das ist wieder ein Gesetz, es ist kein Verbraucherschutzgesetz. Es ist allgemein E-Commerce, das heißt auch dann, wenn ein Unternehmer bei Ihnen bestellt. Ja? Sie müssen, und das Gesetz sieht das vor, eben ein vorformuliertes E-Mail automationsunterstützt sofort übermitteln. Ja? Das Zustandekommen des Vertrages erst durch eine weitere Mitteilung über die Annahme oder alternativ durch konkludente, also stillschweigende Annahme durch Versenden der Ware. Das hat die gleiche Rechtsqualität. Hier finden Sie noch etwas dann auch zur Bestellbestätigung, auch im Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz. Es sind auch nach der Bestellung sofort Informationen zu erteilen. Man findet in § 8 des Fern- und Auswärtsgeschäftegesetzes Informationspflichten, ja, beispielsweise, dass man offenlegt, wer ist man, ja, wo hat man seinen Sitz, etc. Das sind so zwingende Informationen, die man dem Kunden zu erteilen hat. Ja. Die Informationen müssen unmittelbar vor Abgabe der Bestellung auch in klarer und hervorgehobener Weise erteilt werden. Ich empfehle Ihnen, dass Sie diese Informationen erteilen im Rahmen Ihrer AGB. Schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe in diesem Fall, weil man informiert den Kunden über die wesentlichen Rechte, insbesondere auch über sein Rücktrittsrecht, was Verträge betrifft, in den AGB. Das ist ein einfacher Weg. Der Kunde kann Kenntnis bekommen, weil Sie Ihre AGB entsprechend verlinken. Das heißt, diese Informationspflichten würde ich hier einfließen lassen. Ja? Bestellbestätigung muss binnen angemessener Frist auch erfolgen und auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt werden. Dauerhafter Datenträger ist nicht nur im technischen Sinn zu verstehen, ist beispielsweise auch Papier. Ja, das ist auch ein dauerhafter Datenträger, das ist auch in Ordnung. Ja, aber ansonsten per E-Mail-Übermittlung. Wir kommen jetzt dem Ende zu, den letzten Minuten, noch etwas zum Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz, weil es so wesentlich ist. Wie gesagt, es ist ein Konsumentenschutzgesetz, B2C. Es gibt gewisse Ausnahmen von diesem Gesetz. Da könnten Sie einmal nachlesen. Also beispielsweise keine Anwendung findet das Gesetz auf Bestellungen, deren Wert 50 Euro nicht überschreitet. Ja, das ist ein Beispiel. Gesundheitsdienstleistungen, Finanzdienstleistungen, das sind also Dinge, die hier nicht hineinfallen. Aber der Gros der Dinge, die Sie auch verkaufen, der Produkte, fallen hier hinein. Was sind die Voraussetzungen, dass dieses Gesetz überhaupt anwendbar ist? Es darf keine gleichzeitige körperliche Anwesenheit von Unternehmer und Verbraucher geben. Ja? Keine gleichzeitige Anwesenheit. Ja? Alles, was über Webshop betrifft, ist ja mal klar. Es gibt keine körperliche Anwesenheit. Ja?
Wenn der Kunde zu Ihnen ins Geschäft kommt und ein Produkt kauft, dann ist das kein Fern- und Auswärtsgeschäft. Ja? Es ist ein Geschäft in Ihren Geschäftsräumlichkeiten. Das läuft nicht über den Fernabsatzwege. Ja? Das heißt, es müssen ausschließlich Fernkommunikationsmittel verwendet werden. Das ist auch der Fall, wenn hier ein Vertragsabschluss am Telefon stattfindet. Auch dann kommt dieses Gesetz zur Anwendung. Wenn Sie jemand anruft und sagt, ich habe hier ein sehr gutes Produkt, haben Sie Interesse, möchten Sie das Produkt kaufen, dann kommt dieses Gesetz zur Anwendung. Und Sie werden dann sehen, warum es wichtig ist, dass es dieses Gesetz gibt für die Kunden, weil sie ja wenig Vorstellung haben. Sie haben Vorstellung, wenn jemand das am Telefon erklärt. Sie haben Vorstellung, wenn Sie ein Produkt im Webshop sehen, nur das Produkt wird sich allenfalls in Natura unterscheiden. Und deswegen hat der Kunde dann das Recht, und ich greife jetzt etwas vor, von jedem eines solchen Vertrages, wo es dann nicht wieder einige Ausnahmebestimmungen gibt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn er das Produkt in Händen hat. Er hat es dann in Händen, dann sieht er es das erste Mal und dann kann er entscheiden, tritt er davon zurück oder tritt er von diesem Kaufvertrag nicht zurück. Wenn er bei Ihnen im Geschäft ist, dann ist er laut dem Gesetzgeber nicht schützenswert, weil er begibt sich freiwillig in Ihr Geschäft, das heißt, er ist offensichtlich auf der Suche, kann das Produkt dort sehen und damit hat er kein Rücktrittsrecht, ja, weil er hatte ja schon die Möglichkeit, das Produkt anzusehen. Was anders ist es natürlich im Webshop. Ja. Eine interessante Konsequenz davon für mich ist das, was ich Ihnen ganz unten unter Achtung hinterlegt habe. Wenn ein Verbraucher vorher Ihren realen Shop, Ihre Geschäftsräumlichkeiten aufgesucht hat, um einmal die Ware zu sehen, vielleicht anzugreifen, sich mit der Beschaffenheit auseinanderzusetzen, dann aber nach Hause geht und sagt, nach einer gewissen Überlegungszeit, ich kaufe das Ganze jetzt über Webshop, liegt trotzdem ein Fernabsatzgeschäft vor. Also der Gesetzgeber macht da keinen Unterschied, hat der Kunde die Ware irgendwo in real schon gesehen oder nicht. Entscheidend ist nur, wie kauft er die Ware dann. Und wenn er es über einen Webshop kauft, selbst wenn er beispielsweise das Produkt schon getestet hat, aber er kauft es im Fernabsatzwege, ist es ein Fernabsatzgeschäft, wo er nach Erhalt der Lieferung wiederum die Möglichkeit hat zu sagen, nämlich völlig grundlos auch und ohne eine Begründung anzugeben, er tritt vom Vertrag zurück und schickt Ihnen die Ware wieder retour. Das ist möglich. Der Kern des Gesetzes ist der Rücktritt vom Vertrag, ohne Angabe von Gründen. Sie kennen das aus der Vergangenheit wahrscheinlich, wenn ein Produkt einen Mangel hat, wenn es nicht so funktioniert wie vorgestellt, naja, dass es dann eine Möglichkeit gibt, was zu tun, ist klar. Aber hier haben wir bitte, und das kann man gar nicht fett genug unterstreichen, ohne Angabe von Gründen. Der Kunde kauft was, sieht sich das an und denkt sich, na, mag ich doch nicht, schicke ich wieder zurück. Ist absolut legitim. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, ja? Beispielsweise bei Hygieneartikeln. Wenn die einmal geöffnet sind, können sie nicht mehr umgetauscht werden. Das ist ein Beispiel. Oder wenn gewisse Produkte nach konkreten Kundenspezifikationen angefertigt werden. Ja, also keine Stangenware, sondern maßgeschneiderte Ware, da gibt es auch kein Rücktrittsrecht, weil dann kommt es zurück und was tun Sie dann damit? Ne? Wenn Sie gerade die Anforderung dieses Kunden erfüllen, was machen Sie? Ja? Können Sie ja dann nicht, dann bräuchten Sie viel Glück zu sagen, ich verkaufe das an einen anderen weiter, der genau das braucht. Also es gibt gewisse Ausnahmen, aber grundsätzlich ohne Angabe von Gründen Widerruf, ja, oder Rücktritt vom Vertrag. Die Rücktrittserklärung des Kunden selber, ja, kann in jeder beliebigen Form erfolgen, die nachweislich ist. Ja? Telefon, E-Mail, Fax, Papier, was auch immer. Er muss nur den Rücktritt erklären. Ja? Die bloße Rücksendung ohne Kommentar ist in der Regel nicht ausreichend. Ich schreibe in der Regel, weil es da noch nicht, das Gesetz ist noch nicht so alt, es gibt es ein paar Jahre. Ja? Wie sich da die Judikatur entwickelt, ist noch nicht ganz klar. Ja? Deswegen schreibe ich in der Regel nicht ausreichend. Dann wird man sich den Einzelfall anschauen müssen. Aber grundsätzlich, der Gesetzgeber sagt, es muss eine Erklärung sein. Ja? Und deswegen
wenn der Kunde keine Erklärung abgibt, das heißt, wenn er nicht bei Ihnen anruft, wenn Sie kein E-Mail, Fax, keinen Brief oder sonst was bekommen, dann ziehen Sie sich auf den Standpunkt zurück. Du hast den Rücktritt nicht erklärt. Ja, du hast mir die Ware zurückgeschickt, aber ich habe innerhalb der Frist, ja, und die ist 14 Kalendertage ab Erhalt der Ware, hast du dich nicht erklärt. Damit ist es unwirksam. Der Kunde kann ein Musterwiderrufsformular verwenden, das Sie ihm ausgeben, muss allerdings nicht. Ne? Er könnte es ja telefonisch machen, dann ist klar, dann erübrigt sich das Ausfüllen eines Formulars. Ich empfehle meinen Klienten, dass sie in ihren AGB eine, wie das Gesetz es vorsieht, ordentliche Widerrufsbelehrung machen und auf ein Musterwiderrufsformular gesondert verweisen und eine, wiederum einen Link setzen. Ja? Das heißt, in den AGB hinschreiben, Sie können unser Musterwiderrufsformular verwenden und das entsprechend verlinken, sodass der Kunde die Möglichkeit hat, das in Anspruch zu nehmen. Er muss das nicht, aber Sie müssen ihm die Möglichkeit geben. Wenn Sie über den Widerruf gar nicht belehren, wenn Sie dem Kunden nicht sagen, explizit, obwohl es im Gesetz drinnen steht, ist es Ihre Verpflichtung, den Kunden zu belehren. Machen Sie es nicht, verlängert sich die Frist um 12 Monate. Und das brauchen Sie natürlich nicht. Dann habe ich hier noch einige Paragraphen reingeschrieben. Das würde den Rahmen dieses Webinars sprengen, falls es jemanden interessiert. Wie schaut es mit den Kostentragungsregeln aus? Ja, ganz kurz, wenn die Lieferung etwas kostet, dann bitte im Webshop anführen. Ja? Je nachdem, wo der Kunde ist, was kostet die Anlieferung? Der Kunde darf sonst davon ausgehen, dass die Anlieferung nichts extra kostet. Deswegen weisen Sie ihn darauf hin. Weisen Sie ihn in Ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen auch unbedingt darauf hin, dass wenn er eine Ware zurücksendet, dass das auf seine Kosten geht und nicht auf Ihre Kosten. Fehlt ein solcher Verweis in Ihren AGB, dann müssen Sie sogar die Kosten der Rücksendung der Ware selber bezahlen. Und das kann ja auch nicht der Sinn sein, dass Ihre Kunden Waren bestellen, wieder zurückschicken und Sie haben eigentlich doppelte Kosten. Ja? Sie versenden und dann wieder retour. Der Kunde hat nämlich nicht nur Anspruch bei einem Rücktritt auf Ersatz des Preises, den er für das Produkt bezahlt hat, sondern auch Ersatz der Lieferkosten, ja? Für die Lieferung hin. Und wenn Sie vermeiden wollen, dass Sie dann auch noch die Lieferung zurück zu sich bezahlen müssen, unbedingt Verweis in den AGB. Ein weiteres Beispiel dafür, dass Sie unbedingt AGB haben müssen, weil wie informieren Sie denn den Kunden sonst? Ja. Es ist eine Frage gekommen, die werde ich jetzt thematisch nach diesem Kapitel hier, wo wir dann zum Ende kommen, beantworten. Danke für die Frage. Es gibt da noch Besonderheiten bei Dienstleistungen. Wer sich dafür interessiert oder neben Produkten auch noch Dienstleistungen anbietet, hier ist ein bisschen was zu berücksichtigen. Und Rechte und Pflichten, das heißt, wann muss der Kunde zurückschicken, also wie lange hat er Zeit, muss der Unternehmer ihm gleich den Kaufpreis retour erstatten oder darf er warten, bis die Ware zu ihm zurückkommt. Das sind alles so Dinge, die sich in den Paragraphen 14 und 15 wiederfinden. Wer sich damit detaillierter beschäftigen möchte, kann hier gerne in diesen Paragraphen einlesen. Wer sich damit noch nie beschäftigt hat, Sie brauchen im Endeffekt im Google nur eingeben, Paragraph 14 FAGG, erster Suchtreffer, anklicken und Sie haben den Gesetzestext vor sich. Ja, was sind so notwendige Inhalte der AGBs? Wesentliche Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen, Adressen für Beschwerden, wohin hat der Kunde im Falle des Rücktrittes die Ware zurückzuschicken, zusätzliche Kosten, die allenfalls anfallen, die dem Kunden gegenüber offenzulegen sind, beispielsweise jener Kostenpunkt, den ich gerade erwähnt habe im Falle des Rücktrittes, die Rückversendungskosten, Lieferzahlungsbedingungen, Leistungsbedingungen, die notwendig sind, Bedingungen und Fristen, über die Sie belehren müssen. Warum sage ich müssen? Nicht nur, weil es Gesetze sagt, sondern weil das Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz
nicht rechtstreue Unternehmer auch sanktioniert. Es gibt Verwaltungsstrafen für Unternehmer, die das nicht einhalten, die nicht in ihren AGB diese notwendigen Inhalte haben, die nicht über die Informationen oder die Informationen nicht geben, die das Gesetz vorsieht. Das ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, von in ihrem Fall dann die Gewerbebehörde gleich auch entsprechend zu sanktionieren mit Verwaltungsstrafen. Und unterschätzen Sie als Unternehmer bitte nicht Verwaltungsstrafen. Es braucht zwar ein paar Verwaltungsstrafen, kleinere, bis es soweit ist, aber die Gewerbeordnung sieht auch ein Gewerbeentziehungsverfahren vor. Und der rechtsuntreue Unternehmer, der immer wieder einmal gegen Bestimmungen verstößt, wird irgendwann einmal sich damit konfrontiert sein, dass die Behörde sagt, wenn du dich nie an die Vorschriften hältst, dann leite ich jetzt ein Verfahren gegen dich ein, das damit enden kann, dass dir die Gewerbeberechtigung entzogen wird. Und das brauchen sie ebenso wenig. Ja? Dann Vorschriften über das Gewährleistungsrecht. Kündigungsbedingungen sind allenfalls Themen bei Dienstleistungen oder bei Wartungen. Wenn Sie neben dem Produktverkauf auch Wartungen anbieten, ist das hier wesentlich eventuell außergerichtliche Beschwerdeverfahren. Also es sind sehr viele Eventualdinge drinnen, wo ich kein Freund davon bin, das aufzunehmen. Aber die zwingenden Inhalte sind aufzunehmen. Dazu die Themen, wo Sie jetzt sagen, die hätte ich gerne drinnen. Ja, die stellen mich im Unterschied zum Gesetz besser. Und dann haben Sie AGB, wo Sie sagen können, ich bin gut aufgestellt und ich habe einen Rechtsrahmen. Mit dem Rechtsrahmen arbeite ich dann auch sehr gerne. Ja. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie werden im Laufe der nächsten Woche von der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Steiermark sowohl die Aufzeichnung meines Vortrages als auch die Webinarunterlage, nämlich die 18 Seiten PowerPoint-Präsentation, bekommen. Das ist ein guter Abstand, damit Sie das reflektieren können, ein bisschen darüber nachdenken können. Lesen Sie sich das noch einmal zur Wiederholung durch. Wenn Sie inhaltliche Fragen haben, Sie haben meine Kontaktdaten, Sie können sich direkt an mich wenden, Sie können, wenn Sie Fragen haben, sich auch an die Sparte Handel wenden und hier allenfalls dann den Kontakt, hier wird dann allenfalls der Kontakt zu mir hergestellt. Ich darf abschließend noch auf ein AGB-Paket hinweisen, das die Sparte Handel hier mit meiner Kooperation anbietet oder Ihnen anbietet, dass Sie zu vergünstigten Konditionen sich bei mir allgemeine Geschäftsbedingungen entweder überprüfen lassen können oder überarbeiten oder gar neu erstellen oder für allejenigen, die noch keine haben, überhaupt das erste Mal AGB erstellen zu lassen. Das ist ein Paket. Hier können Sie, wenn Sie Interesse haben, direkt mit mir in Kontakt treten, sodass wir Ihre individuellen Bedürfnisse besprechen können. Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme, darf mich abschließend nochmal für die Aufmerksamkeit bedanken, darf mich bei der Technik des Hauses für die reibungslose, tolle Abwicklung bedanken und noch einmal an die Frau Magister Küweider und die Frau Robosch herzlichen Dank, dass ich hier bei diesen Unternehmern, bei ihren Mitgliedern vortragen durfte. Ich wünsche Ihnen eine schöne restliche Woche. Sie hören im Laufe der nächsten Woche von uns. Alles Gute, auf Wiedersehen.